Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Miscreated mit dem Chris. Hallo. Und immer noch atemlos auf dem Airfield. Atemlos durch das Airfield. Was? Ich hab da schon wieder was draußen gehört. Ich glaube, das ist ein Freak, oder? Ja, das ist ein Freak. Ja, ich höre ihn. Scheiß. Spacko. Man ist ja eigentlich fast geräuschlos, wenn man... Euer Haus ist ja extrem laut. Oh, ne? Der rennt unten. Der rennt unten vom Haus. So, aufpassen ein bisschen. Ich glaube, die triggerst du nicht so schnell. Nee? Ich bin unten. Doch. Was versteht so der Typ mit seinen Augen und der Axt um die Ecke? Oh, der ist nackt. Oh, Pimmelmann. Pimmelmann. Pimmelmann ist immer stark. Also die mit den T-Shirts und den kurzen Hosen wären mir lieber. Ja, die so ein bisschen wie alte Opas aussehen, ne? Genau, die sind nicht so stark, weil der macht ja richtig krassen Blutungsschaden. So, wir müssen jetzt raus irgendwie. Vielleicht kommt so der erste Schuss schon tot. Da hinten rennt er. Ich meine, solange er nicht läuft, ist es eigentlich gut für uns. Lass den Typen hier draußen als Wache, Alter. Ich hänge an der Müllsäcke fest. Ich bin einfach drüber, Alter. Easy. Oh, Schuhe. Schuhe. Ja, sieht ja echt schick aus hier, die Platte unten in der Küche. Da, so. Dass man die Schränke so nicht aufmachen kann oder reingucken kann. Das kommt vielleicht noch. Die hatten ja auch mal ganz früher, wo ich das Spiel angefangen habe, gab es Türen, die du zumachen konntest. Wenn du dich vielleicht noch entsinnen kannst. Und die haben sie dann irgendwann rausgepatcht, warum auch immer. Du konntest wirklich jede Tür zumachen. Und das war eigentlich recht geil, wenn du dich in irgendeinen Raum einsperrst. Aber die haben die Türen einfach rausgepatcht irgendwann. Ah, vielleicht haben sich zu Leute darüber beschwert oder sowas. Ich finde das ja gerade geil, wenn hier Türen sind, wenn du noch Türen schließen könntest. Das wäre einfach total krass. Ist auch wieder nichts in dem... Ein Militärrucksack haben wir letztes Mal auch gehabt, den großen. So. Ist nichts? Ah, ne. Hier auf dem Bett ist nichts. Ja. Aber wir haben ja auf jeden Fall noch ein paar Häuser vor uns. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Bist du schon hier unten? Ja, da unten. Ich gehe in das gegenüberliegende Gebäude. Lauf, 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 lauf. Oh, Katzenbild. Hängt sich so ein Bild von so einer Katze ins Zimmer? Ich gehe oben looten. Es hörte sich an, als wenn oben einer läuft. Dabei bist du das. Oh. Wenn hier steht, it's in the pills. Wenn das in den Pillen ist, kommen die Mutationen vielleicht durch diese verstrahlten also durch irgendwelche Medikamente vielleicht, die gegen so eine Strahlenkrankheit helfen sollten oder sowas. Ist das vielleicht sowas, dass daher die Mutanten kommen? Das wäre auf jeden Fall auch mal interessant, so ein bisschen Hintergrund. Die Menschen sind. Ach Quatsch, ja. Warte mal. Das muss weg. Ich wollte meine Dings aufsetzen, Busti. So. Ich habe jetzt ein anderes Halstuch. So ein Militärhalstuch. Da rennt er. Versucht das immer sowas wie so ein Z ähnlich, ne? Genau. Oh, Militärkantine. Sehr gut. Ach, und das ist hier das Gebäude mit den zwei Eingängen, nicht, dass wir dann reinlaufen würden. Wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, hier hattest du auch deine Waffe gefunden. Hier hatte ich meinen Militärrucksack, glaube ich, gefunden. Mhm. Überall gucken, ne? Ah, die Waffen liegen ja meistens oben auf der Schränke drauf. Ja, oder auf dem Bett oben. Es müsste ja auch sowas wie eine zentrale Waffenkammer geben irgendwie, das wäre ganz geil. Ja, echt nice. Also ja, wie das hier so wäre auf so einer Militärbase, ne? Aber meistens sind die an irgendeinem Bunker geschützt. Ja. So, und jetzt einfach gegenüber rein, ne? Wieder. Und dann wieder Z-mäßig, ja. Ja, einfach hier, weil das andere ist ja hiervon, glaube ich, noch, ne? Über, ja. Oder? Ne, ach, das ist nur einzelnes Gebäude, okay. Hast du auch genug Racks?
Ich habe welche, ja. Das ist so laut, wenn du hier läufst, Alter. Ja, ist mega. Da hörst du ja gar nicht, also wenn sich einer draußen so rumschleicht oder so, dann hörst du ja gar nicht. Also, der hört dich dann auf jeden Fall. Hier oben liegt was. Combat Knife, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Knife. Brauchen wir nicht. Lautlos töten wollen wir nicht. Volle Gewalt. Kannst du mitnehmen, das Messer? Oder auch nicht? Vor allem, wenn das was anderes wäre. Bible Knife wahrscheinlich. Oh, hier ist ein Revolver mit echt? Munition. Ja, wo? Geil. Auf dem Bett hier. In dem Zimmer. Das krass, habe ich wieder nicht gesehen. Oh ja, Mann. Den nehme ich jetzt erstmal mit. Die Hatching. Oh, ein Revolver sogar. Ja, aber nur ein Schuss. Scheiße. Naja, immerhin, muss sitzen. So, gut, dann können wir runter. Sind wir bewaffnet? Sieht das denn aus, als beide bewaffnet sind? Vielleicht überlegen sich die Leute das schon. Naja, aber die werden auch nicht mit uns dann auf jeden Fall nicht sprechen. War nicht rein, dann geht's nur mit anders. Weil wenn wir die Waffen schon draußen hängen haben, naja, ist die Chance, ja, dass die uns, dass die direkt auf uns schießen, halt größer, ne? Aber ich bin halt lieber gleich bereit. Die Leute in dem Spiel fucken die auch nicht lange, einfach den Abzug zu. So, hier ist nichts. Ich glaube, großartig reden tun die hier nicht. Nee. Oder sie reden erst kurz und erschießen dich dann. Ja. Ends up. Hat er, ich glaube, er hat irgendwas gesagt zu mir. I give him some shit. Und dann hat er mir. Ach, das bist du. Dann hat er mir dreimal ins Gesicht geschossen. Du musst mir sagen, wenn du die Kleidung wechselst. So, ja. Ich habe die Kleidung gewechselt. Schön. So, hier haben wir auf jeden Fall auch alles durch. Sehr gut, sehr gut. Hier ist nichts mehr drin. Ihr seht ja, lieber looten wir zweimal so ein Haus. So, jetzt gegenüber oder was? Jetzt war das gegenüber, glaube ich, ja. Also das hier, ne? Ja, der Eingang ist das. Ach, das waren Ratten, okay. Das ist auf der etwas größer, das Haus hier. Ja, das ist wieder das Haus mit den zwei Türen. Ach, dann waren wir da drin, oder wie? Hier waren wir noch nicht drin. Ne? Ah, stimmt, alles klar. Dürfen wir eigentlich noch nicht drin? Nee, waren wir auch noch nicht. Nee, ich habe Bandagen gefunden. Hier waren wir noch nicht. Und hier sind nochmal wieder Stiefel. Könntest du auch anziehen. Oh, ich habe Brown Leather Sneakers. Ja, das sind Militärstiefel. Die sind ganz gut. Stahlkappen auf jeden Fall drin. Kannst du denen die Fresse breit treten? So, mal gucken. Auf jeden Fall kommen wir heute ein bisschen weiter voran. So, ich muss mir mal die Nase jucken. 37 Grad Körpertemperatur habe ich. Schon mal schön. Ja, ich auch. 24% Wasser. Ich hatte hier auch schon mal 39 noch was. Das ist, glaube ich, gar nicht so gut. So, jetzt die letzte Tür hinten. Komm, irgendeine Langwaffe. Irgendeine Langwaffe, bitte. Ja, das wäre praktisch. Aber ich glaube, ich werde jetzt werd ich krank. Hä? Achso, ja. Real Life oder was? Ja, ja. Ah, scheiße. Wie geht's bei dir eigentlich mehr los? Ich merke das mir so Halsschmerzen gleich. Ja, das ist dann, wenn der Hals, ne, beim Schlucken kennst du ja. Mhm. Dann anfängt, dass das schon so weh tut oder ein bisschen ja, beim Reden. Ne? Genau, und dann ist schon mit durch, ja, kenne ich. Genau, kenne ich, kenne ich. Eine Nase zu, dann schon, ja, dann ist immer Achse. Wie lange bist du mehr so? Also, wie gesagt, ich hab's ja meistens immer so 3 Tage und dann geht's wieder. Oft, ja, 3 Tage sowas. Wenn ich halt schlimm hab, eine Woche, ne? Aber wenn's richtig scheiße ist. Ich guck nochmal hier. Weil die so Leute bisschen gehen Sensor, ja heutzutage immer krank überall und pusten ja sich in die Hände und packen alles einfach an. Naja, das Problem ist, dass viele arbeiten müssen. Theoretisch ja, muss man sich wirklich eine Woche dann mal hinlegen oder so. Aber ich mach's ja auch nicht, bin ja selbstständig und ja,
wenn ich jetzt 7 Tage zu Hause bleibe, was ich eigentlich müsste mit einer Krankheit, ist es 7 Tage kein Geld verdienen und das ist, ja, scheiße. Brauchen wir einen Hammer? Ich glaube schon, wenn wir nachher, doch, nimm mal mit. Jetzt brauchen wir nur noch Nägel und dann Holz holen wir mit einer Dings, ja, ich glaube einen Hammer brauchen wir auch. Ich kenne mich mit dem Crafting hier nicht aus. Keine Ahnung. Ach, da ist er. Hier irgendwann was Gutes, ey. Was mit Munition oder mal eine Langwaffe? Das wäre echt geil jetzt. Oh, hier ist ein Spothelm. Was für eine. Warte mal, ich habe doch auch ganz viel Munition aufgesammelt. Was für eine Munition kommt bei dir rein? Ich habe ganz viele Magazine aufgesammelt, aber. Hier kommt. Ja, 0,357 Revolver. Nee, ich habe 3,57 Rounds. Punkt 22 habe ich und ACP Munition. Ich habe jetzt ein. Jetzt ein Spothelm auf. Oh! Ich will auch ein Spothelm. Ich find's ja noch ein. Find's immer die tollen Sachen. Ah, ich will so einen Militärhelm haben, so einen getarnten. Ja, jetzt fehlt mir nur noch wie letztes Mal meine SWAT-Weste, die ich hatte. Ist ja jetzt leider weg, weil der Server nicht mehr da ist. Ach, sowas gibt's hier? Ach, du ja, hattest sowas schon, ist, ne? Die ist neu, ja, ich glaube, die war neu. Gehen wir ins Haus rein? Große, lohnt sich das? Weiß ich nicht, da lagen auch oft mal Schrotflinten rum. Oh, hier. Was? Ola. Josta. Ich finde das Haus auch geil gemacht hier mit dem ganzen abblätternden Scheiß hier. Frag mich, warum die Leute hier noch, weißt du, so laufen, gefüttert hier und so, sprayen in so einer Apokalypse und die Wände zu. Ja. Ja, so ist das halt. War das bei Mad Max nicht auch so? Überall Graffitis und so ein Scheiß? Aber Mad Max war es ja nur anders. Da war mit den ersten Filmen, da gab es ja noch, ne? Da waren ja einfach, das Hauptproblem waren einfach nur noch die Rockerbanden, ne? Und die Klimaerwärmung, glaube ich, wurde schon angesprochen. Stimmt, ja. Ja, und das ist halt da mit dem Öl, ne? Und sowas, irgendwie. Hier ist noch eine Hatchet. Im zweiten Teil war es ja schon anders. Gab's ja, kriegst du ums Öl und sowas und da ist halt Öl ja halb weg. Und dann, wenn du halt im Outback bist, dann hast du. Ich glaube auch überhaupt Wasser war das Problem auch, ne? Ja. Und im dritten Teil war halt alles im Arsch. Da gab's ja auch noch schön Atomkrieg. Auto von Mad Max ist halt geil, ne? Ja. Schön V8, ey, geil. War das nicht Mustang? Genau, V8er hochgezüchtet. Übelster Biest, das Ding, Alter. Das in dem Film angemacht hat, ne? Und, dann, und der erste war ja ein Low-Budget-Film, ne? Ja, stimmt, der hat ja seinen eigenen Wohnwagen genommen. Da war er auch noch total blutjung. Ja. Der krass, gute, wie er jung dann noch aussah. Der gute Mel Gibson, ja. Ja. Seinen stahlblauen Augen. Hier ist wieder so ein Squeegee. Damit können wir die Leute putzen. Ich weiß nicht, was das soll, was man damit machen soll. Ziehen, ey. Ja, ich würde dieses Gummi da abmachen und dann das Ding anschärfen, Alter. Mal sowas, ich würde das erste, was ich machen würde, einfach in einen Gartenschuppen gehen oder in den Baumarkt fahren. Weißt du, der. Ja. Ich aber weiß, so viele Waffen. So eine, Hecken, so eine so große Heckenschere oder so. Ja, noch nicht mal. Du, weil die Macheten, weißt du, gibt's ja, kennst du diese etwas länger und wenn du damit dann nicht mehr mit der Astschere oder sowas, dann kannst du einfach durchhauen, ne? Gibt's ja auch. Wenn du das Ding hast, das kannst du einfach in den Kopf hauen, fertig. Okay, ja. Hier brauchen wir nicht weiterlaufen. Aber hier gab es noch irgendeine Treppe hoch. Eine hoch kommen wir auf jeden Fall noch. Ich glaube hier. War das hier nicht irgendwo? Hier? Auf der Seite? Ja, hier. Da geht's, hier. Jetzt kommen wir aufs Dach auf jeden Fall. Auf dem Dach liegen auch manchmal Sachen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen doof, hier auf dem Dach rumzulaufen. In Exposed sind wir hoch. So ein Schnipper holt uns jetzt weg von hier. Aber hier kann man öfter mal eine Waffe finden. Ist auch ein guter Punkt. Und die Sonne geht jetzt auch langsam unter. Ja. Und da hinten rennt ein Freak auf den Berg. Okay, das ist schon mal sehr gut. Hm? Ach, du bist schon drüben. Ja, schnell rüber. Gehst du von da aus runter denn, oder was?
Ich gehe hier runter, ja, weil ich glaube, hier kommen wir dann auch dahin, wo wir noch nicht waren. Da kann man auch nochmal gucken, ne? Ich komme nicht rüber, ich komme nicht rüber. Aber im Chat schreibt hier keiner bei mir. Doch, vorhin habe ich was im Chat gesehen. Der hat nur, you're too exhausted. Jump und so ein Kack. Ist auch nichts gefunden, ne? Ne. Aber in der großen Stadt hier, die ja neu reingefischt wurde, ist ja so ein Flugzeug in ein Gebäude rein. Also es ist auch bei DayZ ist auch ein Flugzeug. Ja. Aber das sieht nicht so schön aus wie hier. Ja, müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwann hin in die Stadt. Vielleicht ja, haben sie da auch also einiges erneuert. Wir waren auch schon oben auf dem Flugzeug. Das sieht so gut aus, wenn du dann den Überblick hast, weißt du? Ja. Mit der Grafik, wenn dann gerade zum Beispiel die Sonne untergeht oder aufgeht und dann hast du da diese Leuchteffekte einfach mega. Es sieht erstmal so aus, als wenn wir hier alleine sind. Ja. Obwohl nicht gerade wenig Leute auf dem Server waren. Hier waren wir, glaube ich, schon überall, ne? Ja, hier waren wir. Ja. Können wir runter zu den anderen Zelten. Ach, guck mal, hier liegt noch was. Wasserflasche. Hat einer da hingestellt, wa? Waren wir hier echt schon? Das kommt mir so unbekannt vor. Die ganzen Unterlagen durchwühlt hier. Ja. Stay in groups or die alone. Yeah. Ja. Ah, das war gerade, glaube ich. Davon mache ich, glaube ich, einen Screenshot. Was? Thumbnail, wie du gerade so in der Sonne standest, auf der Straße. Ganz cool aus. Ja, das ist gut. Haben wir in den Dingern schon drin, ja, ne? Die Zelte da hinten haben wir noch nicht gehabt. Ah, das sieht wunderschön aus hier mit der. Das ist richtig geil. Hammer. Ich. Ich glaube, die Zelte hier stehen auch noch nicht so lange. Ich höre einen. Hier rennt irgendwo ein Freak rum. Oh Gott, Scheiße. Jetzt wird es auch dunkel so schnell. Mhm. Und dunkel ist in dem Spiel auch dunkel. Ja, ich weiß. Und wenn du. Wo ist der Typ? Weiß nicht. Da hinten, ja, er backt hoch. Der will zum Turm hochrennen. Und er rennt, er ist gepusht. Da ist da hinten noch einer. Der Schrecken, ich bin da. Also er ist definitiv, da hinten rennt auch noch ein Freak rum. Aber wieso will der den Berg hochrennen? Weiß nicht, vielleicht ist da oben einer. Irgendwie merkwürdig, ne? Ja, ja. Und die Sonne ist da so an der Seite. Mhm. Hier auf dem Turm oben aber nichts. Ich auch nicht. Lass uns erstmal die Zelte hier unten mitnehmen. Ich will den jetzt nicht weiter pullen. Boah. Was? Das. Oh nein, ich hab den getriggert. Oh Gott. Oh Gott. Boah, der kam auf einmal so um die Ecke. Oh. Alter. Wo ist der? Hinter mir her. Scheiße. Kommen die den Turm hoch? Tot. Hast du ihn erschossen? Hab ihn erschlagen mit meiner Axt. Oh, krass, Alter. Bastard, ey. Hat mich richtig erschossen. Oh Mann. Ich bin hier im ersten Dings drin. Okay. Ich muss essen und trinken, warte mal. Guck mal so lang schon mal um. Man, die Truhe hier. Weißt du, in den Truhen hier, die müssen wir noch aufmachen können, die in den rumstehen und dann vielleicht was riesig Geiles drin wäre. So, dann würde ich auch sagen, ja, ist tatsächlich schon wieder vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal, das war ja Martin und der Chris. Tschüss.